willkommen hier nach einer längeren Pause endlich mal wieder zu einem LS15 Video hier auf meinem Kanal. Und wir befinden uns hier auf der Freeland Map vom lieben Yogi. Die Freeland Map findest du auf jeden Fall bei Forbidden Mods. Link zu Forbidden Mods unten in der Videobeschreibung. Dort findest du übrigens auch dieses schöne Krone-Mähwerk, mit dem wir hier gerade am Mähen sind. Wir liegen in die Breitablage. Man könnte jetzt auch die Schwattablage einstellen, aber wir machen in der Breitablage, weil wir es gleich noch wenden wollen. Also wir wollen Heu haben, welches wir dann lose aufsammeln und zum Hof bringen, um da was für die Kühe zu haben, welche wir noch nicht haben. Wir sind hier ziemlich am Anfang. Ich habe hier nochmal neu angefangen. Ich muss gleich sagen, wie viel LS-Videos jetzt im Moment davon kommen, kann ich gar nicht mal sagen. Ich hatte hier auch eine längere Pause mit LS, weil es ganz einfach darum geht, dass ich im Moment nicht immer so die nötige Lust auf LS hatte, die es braucht, um Videos davon herzustellen. Und ich bin nicht der Typ, der jetzt sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt ein LS-Video machen, weil es die meisten Klicks bringt. Sondern ich habe es ja eigentlich von Anfang an schon gesagt, dass ich das mache, worauf ich Spaß habe oder woran ich gerade Freude habe zurzeit. Ansonsten wäre das ganz einfach nicht in Ordnung. Der LS17 steht auch ins Haus. Das heißt, wie gesagt, wie viel LS15-Videos noch kommen, kann ich gar nicht sagen. Was ich sagen kann, wenn der LS17 da ist, dann würden auf jeden Fall wieder mehr LS-Videos kommen. So. Das erste Video auch direkt, wenn das Spiel dann da ist, werde ich das installieren, starten und direkt aufnehmen. So, dass wir das dann gemeinsam schon mal angucken können. Wie das mit den Livestreams ist, kann ich immer noch nicht sagen. Das ist immer noch in der Schwebe. Ich habe da immer noch meine Leitungsprobleme. Es ist zwar wieder ein bisschen mehr an Upload geworden, aber mein alter Upload ist immer noch nicht wieder da. Ich muss die Tage mal gucken, ob das zum Stream reicht. Aber ich kann da im Moment leider noch nichts Näheres sagen. Was ich sagen kann, sobald ich wieder einigermaßen vernünftig streamen kann, werde ich auch wieder streamen. Bis dahin bitte ich einfach um Verständnis. Ich will jetzt auch nicht irgendein, ja, übertrieben gesehen 640x480 Stream machen, nur weil irgendwie meine Leitung nicht mehr stimmt. Ich hatte ja 2 Megabit komplett im Upload verloren. Die Telekom war hier, hat die Leitung gemessen, da ist alles in Ordnung. Der kommt hier voll an, der Upload. Wir haben hier die Kabel gewechselt, wir haben die Stecker gewechselt. 1 Megabit ist auch mehr geworden, aber es fehlt halt immer noch einer. Und wir finden einfach im Moment nicht raus, woran es liegt. Das aber nur am Rande. Ich werde es aber testen und sobald das mit dem Stream wieder läuft, werde ich auch wieder streamen. Das kann ich euch versichern, aber ich kann leider nicht sagen, wann. Ja, wo wir bei Forbidden Mods waren, was ihr bei Forbidden Mods natürlich nicht findet, ist dieser Trecker. Meine Schlepper sind ja im Moment alle im Einsatz oder in der Wartung. Und weil wir hier unheimlich schnell mal einmal eine Wiese zwischenschieben wollten, habe ich mir einen Trecker ausgeliehen von der lieben Snooki, die ja auch in der Nähe hier ihren Hof hat. Also an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße und vielen Dank, dass du uns mal deinen Schlepper geliehen hast hier. Den Schlepper kennt ihr auch, den bin ich auch schon mal gefahren, als Snooki und ich zusammen gestreamt haben, bei ihr auf dem Kanal. Unten in der Videobeschreibung findest du auch den Link zu unserer Streamgruppe. Da kannst du dann gebündelt unsere Videos sehen und auch sehen, wenn einer live ist. Und sobald meine Leitung wieder funktioniert und ich wieder streamen kann, werden wir auch weiter zusammen streamen. Und da freue ich mich natürlich schon drauf, wenn ich endlich wieder streamen kann. Das aber nur am Rande, das gehört ja eigentlich nicht zum Video. Ja, was ich auch definitiv sagen kann, dass hier jetzt auf der Freeland, das wird definitiv das letzte Projekt für mich auf LS15 sein, denn der LS17 steht jetzt eh quasi kurz bevor. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu meint. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, freut ihr euch auf den LS17? Sagt ihr, brauche ich nicht? Also ich kann sagen, ich freue mich sehr drauf und ich finde auch, dass da, was man bisher so tolle Sachen dabei sind.
Und ich werde so oder so weiter LS-Spieler bleiben. Das steht für mich schon fest. Und dann werden wir auch gucken, wie es in einem LS17 wieder weiter mit Multiplayer ist, mit Singleplayer ist. Also wenn LS17 da ist, wird definitiv wieder mehr LS-Videos kommen. Das ist mal ganz klar. Ja, die anderen Projekte bei LS15 sind wie gesagt damit schon beendet. Tut mir leid für alle, die auch Gefallen an dem neuen Ostprojekt hatten mit Bandico, die Bandico-Map. Werde ich aber nicht mehr spielen, das hat aber auch verschiedene Gründe, die jetzt auch gar nichts damit zu tun haben, hier oder gar nicht hierher gehören. Und auch die anderen Projekte sind hier vorbei. Also ich weiß nicht, wie viele LS15 Videos noch kommen, aber eins kann ich sagen, LS15 Videos kommen dann nur noch, was heißt nur noch, die Map ist ja Hammer, hier von der Freeland Map von Yugi. Hier ist nochmal die Übersichtskarte. Auf dem Kanal von John Digger zum Beispiel, also von Frank, der hat ja auch schon Videos davon, da könnt ihr schauen. Bei Mr. Boomcrusher weiß ich gar nicht genau, der hatte glaube ich auch Videos davon. Einfach mal die Kanäle auschecken, dann seht ihr es ja. Und die LS15 Videos, die von mir noch kommen, werden alle hier auf Freehand sein. Ich habe heute nochmal hier jetzt einen neuen Spielstand gestartet. Und ich will euch auch gleich sagen, es wird jetzt auch hier nicht jeden Tag ein LS15 Video mehr geben. Das ist zeitlich auch nicht mehr drin. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich weiß, dass ich unheimlich viele Leute habe, die sagen, sie wollen eigentlich nur LS gucken. Ja, aber gebt den anderen Projekten ruhig auch mal eine Chance. Ja, The Forest ist ganz cool. GTA im Story-Modus geht auch noch weiter. Bin ich eine längere Zeit jetzt nicht zum Aufnehmen gekommen, weil wir im Moment ja sehr viel GTA 5 online spielen. In unserer Blue Crew mit dem Frank, also dem JD86, mit dem Izu, Olaf, mit Snooki und mit mir. Wir sind da sozusagen die Hauptcrew, unterstützt dann immer mal von dem Disaster Bob, auch Frank und dann sicherlich auch mal wieder von dem Vialis. Und da sind ja jetzt schon einige Videos auf dem Channel. Und die werden auf jeden Fall im Multiplayer weitergehen. Was auch auf jeden Fall weitergehen wird im Multiplayer ist Rift. Bitte liebe Snooki, weil ich da auch wahnsinnig dran Spaß habe an Rift. Ja, ist ganz klar, dass das lange nicht so viele Aufrufe hat wie LS, aber ich habe von Anfang an gesagt, es geht mir nicht nur um die Aufrufe. Und dazu stehe ich auch nach wie vor. Ich muss und möchte einfach Spaß haben und ich denke, dann bringt es euch auch Spaß. Und ich finde, gerade in den Videos mit Snooki im Moment, egal was es ist, das bringt einfach Spaß. Und ich hoffe, dass euch das auch gefällt. Und sobald LS17 im Multiplayer funktioniert, werden wir auch definitiv zusammen LS17 Videos machen und wir werden auch bald wieder streamen. Und ich hoffe auch weiterhin, dass auch für jeden von euch was dabei ist, auch wenn es nicht nur noch LS ist. Dann steht auf jeden Fall noch im ETS 2, steht ja noch ein paar Fahrten mit dem lieben Onkel Nubi aus. Da sind wir leider noch nicht dazu gekommen, das irgendwie zu planen. Also Onkel Nubi, wenn du das Video hier siehst, melde dich ruhig mal, dass wir da was ausmachen können, weil wir wollen im ETS 2 ja mal ein paar Touren zusammen machen. Hashtag Micha traut sich, ihr wisst Bescheid. Und das wird dann auf jeden Fall auch noch passieren. Und ich hoffe weiterhin, dass wir ein buntes, schönes Programm, oder ich ein buntes, schönes Programm zusammenstelle, was den einen oder anderen auch interessiert. Würde mich sehr freuen. Und das Leben besteht eben nach wie vor nicht nur aus LS. Auch wenn LS natürlich ein wichtiges Projekt bleibt, weil ich sage es immer wieder, mit LS haben wir uns kennengelernt, hier alle, wie wir da sind. Und damit habe ich dann die Videos angefangen und daran habe ich auch Spaß. Aber es ist einfach mal so, vielleicht kennst du das auch, zwischendrin hat man mal eine Phase, da hat man nicht so die Lust drauf.
Und es ist auch ein Zeitproblem, denn gerade auch auf der Bandico ist es ja so gewesen, ich hatte es schon mal erklärt, mit den kleinen Maschinen und den großen Feldern, man musste so immens viel zwischen den Videos machen, weil eins hätte auch keinen Sinn, euch jetzt 7 LS-Videos die Woche zu zeigen, davon mache ich aber 6-mal das gleiche. Das ist dann auch doof. Ja, im Stream ist das immer kein Problem, da kann man so Stand-Pedi irgendwas machen, aber wenn du jeden Tag so rund 20 Minuten, eine halbe Stunde Video machen willst, willst du ja auch nicht das gleiche immer zeigen. Und ich bin halt nicht so, dass ich irgendwie von Map zu Map oder dahin springe. Ich will das schon immer als Projekt machen. Das kam mir bisher auch immer relativ gut an. Und ich hoffe einfach mal und bitte um Verständnis, wenn ich sage, so viel LS mache ich nicht mehr. Jedenfalls im 15er. Ja, wenn der 17er da ist, wird das ein ganz anderer Schnack. Ja, bei Mafia 2 bin ich, upsala, bin ich noch am Überlegen. Also ich sehe, dass der ein oder andere das auf YouTube macht. Ich habe da immer noch Bedenken wegen der Musik. Und dann gibt es natürlich so ganz tolle, die sagen, ich schneide da alle Cutscenes raus. Da habe ich auch keine Lust zu. Ich finde, die Musik gehört dazu. Ich habe es schon angespielt, mir gefällt das super gut. Das ist dann eher was für einen Stream. Dann gibt es wieder Michas Mafia-Mittwoch. Aber dazu muss halt, wie gesagt, die Streamleitung erstmal wieder stehen. Ich hoffe, das wird bald soweit sein. Also nicht wundern, bei YouTube wird es bei mir nicht kommen. Weil ich möchte die Musik nicht ausmachen müssen. Ich finde, gerade bei Mafia, wie auch schon bei Mafia 2, ist die Musik ein tragendes Teil. Und auch die Videos sind ein tragendes Teil, also die Cutscenes. Und wenn ich jetzt anfange, da die Cutscenes rauszuschneiden, wie ich gehört habe, wie das wohl einige machen, dann kann ich es auch gleich lassen. Ja, deswegen wird es hier auf YouTube leider kein Mafia 2 geben, kein Mafia 3 geben. Ich denke mal, die Auswahlmöglichkeiten, wenn da jemand Mafia 3 sehen will, sind ja immens. Sobald die Streamleitung oder meine Internetleitung wieder vernünftig läuft oder das mit dem Stream auch klappt. Also ich bin jetzt bei einem Upload von 3,7, 3,9. Normalerweise hatte ich immer 4,9. Die ganze Zeit war er auf 2,5, da ging gar nichts. Ja, jetzt versuche ich die Tage mal ab mit den 3, zwischen 3,5 und 3,9. Habe ich damit zurechtkommen. Es ärgert mich zwar, weil irgendwo muss der letzte fehlende Megabit ja hin sein. Und hier geht bei mir geht leider nicht höher als eine 25.000er Leitung. So gerne ich würde und so fast neidisch ich bin, wenn ich immer wieder lese, dass die Leute 100.000er, 200.000er Leitung haben. Es bietet mir hier keiner an. Ich hatte nie den Eindruck, irgendwo in der Unzivilisation zu wohnen. Ja, aber augenscheinlich ist hier leider nicht mehr als 25.000 drin. Ich würde mit Freuden sagen, was weiß ich, zahle 10, 20 Euro mehr im Monat und hätte dafür eine 50er oder 100.000er Leitung. Aber die liebe Telekom bietet es hier halt nicht an. Und nicht nur die Telekom nicht, es bietet hier wirklich keiner an. Ja, es ist wirklich das höchste der Gefühle. Es geht nicht mehr. Was traurig ist in der heutigen Zeit, aber nicht zu ändern. So, jetzt sind wir aber schon wieder beim Thema Streams. Das würde ja nicht her. Nochmal zusammengefasst. Ich versuche es die Tage mal und sobald ich wieder streamen kann, wird wieder gestreamt. Und solange hoffe ich, dass ihr auch ein bisschen Spaß habt an den Videos. So, jetzt haben wir hier wieder so lange gequatscht, dass die Wiese gleich fertig ist. Dann werden wir uns einen Schwader besorgen. Gar nicht vorhanden, Schwader. Wir werden uns natürlich erstmal einen Wender besorgen. Wir werden hier wunderbares Heu machen. Ja, wie schon gefragt, also ich würde mich mal interessieren, schreibt mir in die Kommentare rein, wie das bei euch mit LS17 ist, ob ihr euch darauf freut, ob ihr sagt, ihr wartet erstmal. Guckt euch das erstmal an, bevor ihr das kauft, weil irgendwie soll da ja noch das andere Spiel dann kommen, was ja eigentlich das Ganze ja überkommen sollte. Und auf einmal wird jetzt erst angefangen, der Geld für zu sammeln. Alles weiß ich nicht. Ne? Sieht ja wohl sicherlich ganz nett aus, was da bisher zu sehen ist, aber viel war es eben auch noch nicht. Und ich finde es einfach ein bisschen überzogen, dass jetzt
bei so vielen Leuten augenscheinlich die Meinung vorherrscht, dass das das tollste Spiel wird und dass LS das schlechteste Spiel auf einmal ist. Ne, ihr wisst aus meinen Streams wieder meine Meinung ist, ich werde so oder so immer bei LS bleiben. Na, wir warten einfach mal ab, wie das da weitergeht. Was ich aber bis jetzt schon definitiv sagen kann und auch schon oftmals gesagt habe, selbst wenn das andere Spiel raus ist, das wirst du bei mir leider nicht sehen. Ja, da bin ich wieder ein bisschen engstirnig, ich habe mich da aber auch schon festgelegt, weil zwei Landwirtschaftsspiele brauche ich definitiv nicht. Und LS17 ist und bleibt mein Favorite dabei. Deswegen muss ich leider schon sagen, sollte das andere Spiel dann mal irgendwann kommen und spielbar sein, dann wird man das hier leider nicht sehen. Ich hoffe, dass man damit leben kann. Aber es ist ja noch alles so weit in der Zukunft. LS17 ist gar nicht mehr weit in der Zukunft. LS17 kommt jetzt bald. Und ich freue mich da wie gesagt drauf. Und dann schauen wir uns das mal zusammen an. Und dann rocken wir den Acker. So, wir werden jetzt hier bis an das Feld ranfahren. Die Querseite werden wir jetzt nicht mehr mitmähen. Das ist ja erstmal hier schon ein ganzer Schlag, den wir hier haben. Dann fahren wir das Mähwerk. Hatte ich schon gesagt, gibt es bei Forbidden Mods. Die Map übrigens auch. Dann fahren wir das zum noch leeren Hof, weil auf dem Hof steht noch nichts. Ich habe ja, wie gesagt, einen neuen Spielstand angefangen. Habe wie immer, wenn ich einen neuen Spielstand anfange, alles, was da war, verkauft. Bisher besitzen wir leider wirklich nur, so arm es klingt, das Mähwerk und diesen von der lieben Snooki geliehenen Traktor. Aber bald, Leute, bald sitze ich auch wieder auf dem John Deere. Und dann geht das wieder los. Schon echt. Oh, viele Knöpfe zum Drücken. Es ist ja fast wie bei Riff, wenn es glitzert. So, einmal noch rauf und einmal runter. Und dann sind wir mit dem Mähen auch erstmal durch. Das wird für die Erstversorgung der Tiere auf jeden Fall am reichen. Ja, würdest du das Mähwerk auch ablassen, Kollege? Dieses werden wir dann nochmal anfangen zu dreschen, damit wir Stroh kriegen. Ich will jetzt gar nicht zu weit in die Zukunft planen, weil wie gesagt, wenn LS17 da ist, wird voraussichtlich LS15 bei mir komplett zu Ende sein, weil LS17 doch nach dem, was man jetzt schon gesehen hat, so dermaßen Änderungen reinbringt, dass das wahrscheinlich auch verwirrend wird, da ständig hin und her zu switchen. Und LS17 ist nun mal ganz einfach das Projekt, was dann aktuell ist. Auch wenn es gibt ja schon einige Mods. Und wir müssen einfach mal sehen, wie das da umgesetzt ist. Deswegen plane ich hier im Moment nur von Tag zu Tag sozusagen. Kann auch durchaus sein, dass wir hier in Freeland leider bei mir gar keine Tiere mehr sehen.
Aber ich weiß, dass es sicherlich wieder einige gibt, die sagen, ich spiele LS15 noch weiter. Und wenn du Bock hast auf die Freeland Map, nochmal guckst du bei Forbidden Mods. Da findest du die Map. Und alles, was ich bisher so gehört habe von verschiedenen Leuten, kommen die eigentlich überall sehr gut an. Aber das war bei Yugi's Maps. Ja, schon immer so. Ab es im 13er war, ab es im 15er war. Und wie es im 17er wird, muss man sehen. An dieser Stelle übrigens auch nochmal unbedingt Grüße an Yugi. Hi. So, ich denke, das soll es mit Mähen erstmal gewesen sein. Ich bringe jetzt das Mähwerk zum Hof. Und dann kommen wir für diesen Part jetzt auch langsam zum Ende. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, nach so langer Zeit mal wieder auch ein bisschen LS. Da sind wir schon am Hof. Bestellen wir einfach erstmal. Bestellen wir uns am besten. So, wir stellen das mal hier mit hin. Ja, wie gesagt, wir kommen für dieses Video erstmal zum Ende. Im nächsten Video werden wir dann die ganze Geschichte ein bisschen wenden. Würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Und ja, bis dahin sage ich jetzt einfach mal schönen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Micha. Tschüss.